Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Review. Jetzt war ich im Test der Cherry Cola von Fantasia. Wir haben jetzt vergleich auch beide OVPs. Ja, gibt das noch mit? Einmal hier die 200 Gramm OVP. Vorne natürlich eine Cherry Cola. Hier die 50 Gramm OVP. Genauso edel. Das, was in der 50 Gramm OVP ist, das sieht man natürlich jetzt gerade nicht so gut. Ja, verdammt feucht, wie man es in Fantasia gewohnt ist. Übertrieben feucht sogar, also wahrscheinlich deutlich mehr Feuchtigkeit, damit er an Gewicht gewinnt und die mehr Profit rausschlagen. Kann man sich jetzt zu überschreiten, aber was soll's. Bei irgendwas Querschnittskopf sickert sowieso alles durch. Ja, das ist echt so. Von daher. Außer ja. Man da den die Stegen, wo die Querschnitte so hoch sind, dass da nichts passiert. Ja. Kommen wir auch gleich zum Setup. Genau wie eben bei dem Alfaka Cola brauchen wir wie gehabt mit dem Querschnittskopf und mit dem Egelglas Windschutz. Diesmal mit Haushaltsartenfolie, wie viele haben wir genommen? Zwei Stück. Zwei Kokobrikos, Kopf halb voll. Ja, und brauchen wir jetzt erstmal ein bisschen. Wir es auch sagen, natürlich Fantasia, wie man es von denen gewohnt ist. Man kann das Fantasia natürlich auch nicht übel nehmen, umso mehr Rauch, desto besser. Vom Geschmack her finde ich den Alfaka Cola deutlich intensiver. Aber beim Cherry Cola ist es natürlich so, am Anfang, wenn man einzieht, schmeckt er ja, im Mund wirklich leicht nach Cola, aber natürlich mit einer kleinen Unternote von Kirsche. Ich würde jetzt darauf tippen, dass es 70% Cola und 30% Kirsche sind. Ja, ist ein leckeres Geschmackserlebnis, sollte auf jeden Fall mal geraucht werden. Aber ja, hat auf jeden Fall irgendwas Chemisches. Der riecht auch irgendwie ein bisschen chemisch. Ja, ist auf jeden Fall nicht jetzt wirklich so ein Cola-Tabak, den ich täglich rauchen müsste. Aber ja, er verspricht, was der Name sagt. Cherry Cola kriegt von mir 8 von 10 Punkten. Ja, ich finde, ja, Marcel hat es schon ganz gut gesagt, er hat eben diese gewisse Kirschnote mit dabei, was ja auch der Name verspricht, aber der ist einfach nicht so intensiv, finde ich. Der bringt den Cola-Geschmack nicht so rein rüber wie jetzt zum Beispiel der von Alfaka, den wir eben gerade jetzt direkt im Vergleich hatten. Ist aber dennoch eigentlich ziemlich lecker, hat eben, wie man das Fantasia auch schon gewohnt ist, diese ja, chemische Note, muss man wissen, ob man das mag, aber für die Leute, die Fantasia rauchen, die sind das ja wahrscheinlich schon gewöhnt. Sonst, ja, der ist relativ lecker, überzeugt mich jetzt aber nicht so, dass ich sagen würde, gut, davon bestelle ich mit 200 Gramm oder so. Ja, mehr gibt dazu eigentlich nicht zu sagen, von mir kriegt er 7 von 10 Punkten. Ich finde, den kann man auf jeden Fall nicht so oft rauchen und so intensiv wie andere Sorten ist er nun wirklich nicht. Irgendwelche Ankündigungen? Genau, wir werden ja, wie wir schon gesagt haben, noch sämtliche Fantasiasorten für euch testen. Dazu kommen dann auch noch welche von meiner letzten Alfaka-Bestellung dazu gehören. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, was alles im Regal steht. Ich kann es ja mal zeigen. Ja, genau. Finn hat ein wenig Alfaka bekommen. Wie man es vielleicht da sieht. Oh, ein paar also es Eimer. Wird auf jeden Fall Minz dabei sein, den Traube-Minz haben wir ja schon für euch getestet. Dann ist Mango dabei, Banane ist dabei, Berry, von dem wir auch nochmal einen Test machen werden. Sherry haben wir auch, also nur Kirsch. Minze, ja, wie habe ich schon gesagt, so ist es noch dabei. Ja, das war's, glaube ich, erstmal so. Ja, auf jeden Fall, das werden wir alles nochmal rauchen für euch. Das sind alles super geile Produktionen, hab davon schon alles geraucht. Und ich muss echt sagen, dass diese neue Alfaka-Produktion jetzt aus ja, diesem Jahr, aus dem letzten Monat, total reinhaut. Kann ich echt nur weiterempfehlen. Es wurde im Forum ja auch oft diskutiert, ob die neue Alfaka-Produktion vielleicht wieder etwas besser geworden ist. Für alle, die sich darüber Gedanken machen, ja, sie ist besser geworden. Wahrscheinlich hat Alfaka zurzeit wieder ein bisschen zurückgefunden, sage ich es einfach mal.
bestellt euch einfach mal ein paar Gramm. Einfach, das ist wirklich nicht so teuer. Ja, ich werde wahrscheinlich auch ein paar im Forum anbieten. Ja. Also von jedem so ein Shot-Paket, ich denke mal, ich bekomme 500 Gramm locker zusammen. Wird dann von allem ein bisschen was dabei sein. Ein bisschen Schleichwerbung muss ja jetzt hier auch dabei sein. Deswegen einfach mal achten darauf. In den nächsten 2 Tagen werde ich das mal reinstellen. Und dann könnt ihr das selbst durchtesten. Ja, und somit sind wir eigentlich schon am Ende. Wir haben uns jetzt ein bisschen in Alfaka verrannt, wo das eigentlich ein Phantasia-Review sein sollte. Aber na gut. Ja, und dann sehen wir uns einfach ja, bei den nächsten Reviews wieder. Nächsten Samstag ist das ultimative Hamburg-Treffen bei mir zu Hause. Die geilsten Leute kommen wie Stegen, Icarus, Jutze, Little Chris Brown, Blood King, wir beiden natürlich. Wer kommt noch? Kret. Bob Blubber wollte vielleicht auch kommen. Ja, und dann sehen wir uns einfach bei den nächsten Reviews. Bis dann!